So, wir sind live. Herzlich willkommen heute hier. Ich freue mich ganz, ganz, ganz arg von Herzen über Frau Dr. Marion Merkelbach hier zur ersten Online-Veranstaltung der Soiree am See. Und vielleicht bist du jetzt ja gerade dabei, am YouTube-Kanal uns zuzuschauen oder vielleicht kommst du auch hier in diesen StreamYard-Link rein. Wir freuen uns sehr, sehr auf dich, aber noch viel, viel mehr freue ich mich gleich auf das nächste Interview. Wenn du bis zum Ende dran bleibst, wir schätzen, wir machen so um kurz vor 3, 15 Uhr spätestens Schluss, aber wenn du bis zum Ende mit uns dran bleibst und durchhältst und vielleicht auch hier und da eine Frage einschickst, gibt dir Frau Dr. Merkelbach noch ihre drei Tipps, was du tun kannst, um deinen Herzensweg zu gehen, um deine inneren Träume zu leben. Denn das ist genau das, was die Veranstaltung Soiree am See bewirkt. 2017 habe ich Saskia Winkler, die Initiatorin dieser Veranstaltung, gemacht. Ich bin Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung, Speakerin, hier und da auch mal Autorin, aber hauptsächlich auch Coachin und Veranstalterin dieses Charity-Events. Ich lasse interessante Persönlichkeiten zu Wort kommen. Menschen, welche mich selbst inspirieren, wo ich sage, oh, da will ich mehr davon wissen. Und Menschen, wo ich weiß, sie können meinem Publikum unglaublich viel mitgeben. Uns gibt es seit 2017, wie gesagt, als Live-Veranstaltung bis jetzt. Und jetzt fangen wir gerade so mit interessanten Interviews an. Die nächste Live-Veranstaltung wird 2023 stattfinden. Da hast du wieder 6 bis 7 Redner und Rednerinnen auf der Bühne. Und was bringt dir diese ganze Veranstaltung? Eine Riesenportion an Inspiration, natürlich persönliche Bindung, was nach Corona immer wieder schön ist. Und du gehst immer wieder heim mit Impulsen. Und vielleicht hast du ja in dir tief drin was, was dir so sagt, ich würde gerne das und das machen, ich weiß aber nicht, wie ich das verwirklichen soll oder kann man denn von so etwas leben oder wie gestaltet sich Leben und eigentlich will ich was ganz anderes machen oder ich möchte es kombinieren, wie auch immer. Da gibt es vielleicht irgendein Ziel, irgendeinen Traum, den du leben möchtest und hier gibt es ganz viel inspirative Menschen, die dir bis jetzt vielleicht noch nicht aufgefallen sind und die stelle ich dir hiermit vor. Hier kommt die Brücke zur Frau Dr. Merkelbach. Ich freue mich sehr, sehr, Marion, dass du heute dabei bist. Vielen herzlichen Dank, liebe Saskia. Ich freue mich natürlich, dass du mich eingeladen hast und ja, freue mich auf unser Gespräch und auf unser Interview und bin sehr gespannt. Also, um die Zuschauer davon noch mal ein bisschen in Kenntnis zu setzen, wer ist diese tolle Frau eigentlich? Hinter ihr seht ihr, sie hat da 4 Bücher, aber ich glaube, insgesamt hast du 6 Bücher geschrieben. Genau, du bist Kunsthistorikerin, du bist Ehefrau, du bist Mutter, du hast 2 Kinder, du wohnst seit 95 am Bodensee und der Bodensee und die Geschichte haben dich fasziniert, sodass du das in tolle Romane verpackt hast. Ich selber darf mich als Fan titulieren ihrer Bücher. Ich bin durch ihre Bücher tatsächlich so weit gekommen, dass mir vor allem das Buch mit Friede tatsächlich ein anderer Blick auf den Bodensee gegeben wurde. Das ist meine Heimatregion, wo ich aufgewachsen bin. Und dann lese ich ein Buch von dir und entdecke Geschichten von der Heimat, die ich noch gar nicht wusste. So hatte ich die alle noch gar nicht wahrgenommen. Und das Faszinierende an ihr ist, dass sie tatsächlich Sachen aufdeckt in ihren Büchern, die in den normalen Geschichtsbüchern hier und da einfach nicht vorkommen. Habe ich das so richtig dargestellt, Marion? Ja, hast du genau richtig gesagt. Und ich bin selber eigentlich durchs Bücherschreiben erst darauf gestoßen. Ich nenne es die vergessene Geschichte, mit der ich jetzt nichts hinter den Berg halten will, sondern die ich auch einem breiten Publikum mitteilen möchte. Und vor allem, ja, weil es auch deswegen in Romanform ist, es ist eine Verbindung aus Fiktion und Roman, weil die Zeit weit zurücklegt, wann diese vergessene Geschichte beginnt. Und ja, und das ist eigentlich mein Anliegen. Möchte ich weitergeben, diese Geschichte, ja. Also, das ist so spannend. Wie kommt man eigentlich als Kunsthistoriker dazu, aus Geschichte einen Roman zu machen? Und das immer auch noch als Buch. Also. Also ich kam tatsächlich darauf durch zahlreiche Recherchen, die ich für meine Bücher schon immer gemacht habe, weil ich eigentlich schon immer Kunst und Kultur auf anschauliche Weise dem Publikum mitbringen, mitgeben wollte. So, und jetzt habe ich mich intensiv unter anderem mit Leonardo da Vinci beschäftigt und Leonardo da Vinci hat mich dann
auf Spuren gebracht, wo ich dachte, hey, das will ich jetzt aber mal ganz genau wissen. Was war da was? Und zum Beispiel Fragen. Also, warum gab es überhaupt Hexenverfolgung? Wie kamen die Leute dazu? Wie kamen die Leute zur Unterdrückung der Frau? Er hat das hinterfragt. Er kam auf die Idee, dass Frauen können nicht auf Besen reiten. Das geht nicht. Wenn Frauen auf Besen reiten könnten, dann müsste er sich keine Gedanken über Flugobjekte machen. Also er war ein Wissenschaftler. Er durfte aber eigentlich kein Wissenschaftler sein. Er war dadurch eine Randfigur. Er war homosexuell, er war wiederum eine Randfigur, hatte aber trotzdem, weil er so genial war, weil er so ein universales Wissen hatte, wurde er trotzdem als, ja, als Bauingenieur, als Maler, als Schreiber, er war ein Universalgenie. So. Aber jetzt wollte ich einfach mal gucken, warum durfte er nicht forschen, warum durfte er nicht laut sagen, dass Hexen eigentlich gar nicht fliegen können. Und da musste ich dann ganz weit zurück in die Vergangenheit. Und zwar kam ich dann so ins 2. Jahrhundert. Und jetzt arbeite ich praktisch die Geschichte vom 2. Jahrhundert, Jahrhundert vor oder weiter, um diese vergessene Geschichte auszugraben. Ich kam nämlich darauf, dass am Bodensee Strömungen zusammenliefen. Das waren zwei Strömungen. Ja. Da kommen wir gleich hin. Ja, alles gut. Ich wäre schon voll im, ich bin schon voll bei dir, so was wie, Moment, halt, stopp. Leonardo da Vinci war quasi eines der Auslöser. Also er hat quasi was, du hast was über ihn gelesen, ja. Und dann hast du gesagt, okay, das interessiert mich so sehr, da gehe ich quasi ein Stück weit zurück. Und er hat, also habe ich das richtig verstanden, nur damit ihr auch nochmal hört, Leonardo da Vinci hat schon gesagt, Hexenverbrennung und Co. kann es gar nicht geben, weil Besen können nicht fliegen. Also das ist ja schon wirklich unglaublich. Ja? Und er war ein Homosexuell, er war ein Außenseiter, er hatte universelles Wissen und wurde probiert einzukategorisieren. Und das hat dich so fasziniert, wo du gesagt hast, nee, das möchte ich aufarbeiten. Also du machst es, also du hast es ursprünglich mal gemacht aus absolutem Interesse und weil du es aufarbeiten wolltest und weil du es für dich gemacht hast, oder? Ja, natürlich. Es hat mich einfach brennend interessiert. Und ich bin dann immer tiefer da reingerutscht, sage ich jetzt mal, in diese Geschichte, in diese vergessene Geschichte, dass ich gedacht habe, das verfolge ich jetzt. Und ich habe dann ein Buch praktisch nach dem anderen produziert, geschrieben, und es soll jetzt auch so weitergehen, weil ich bin noch nicht am Ende der Geschichte. Aber das, und dann der Funke so zum daraus mache ich jetzt ein Buch. Also also zwischen ich arbeite was auf und jetzt schreibe ich ein Buch, ist ja für mich noch ein vielleicht dezenter Schritt. So, das ist ja was, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie kam sowas? Da muss ich natürlich sagen, ich habe also eigentlich meine erste Veröffentlichung war meine Promotion. Und damit hat man ja schon mal eine Hürde genommen. Und das ist bei mir nun so, wenn ich irgendwo mich in ein Thema rein vergrabe, dann komme ich da wirklich nur schwer wieder raus. Und das war mit meiner Promotion auch so. Und die muss man ja veröffentlichen und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich noch verschiedene andere Studien veröffentlicht, auch hier über Überlingen. Und irgendwann kam dann das Buch Der Medikus vom Bodensee. Da hatte ich auch zuerst die Wissenschaft. Und dann dachte ich, das ist so spannend, habe mir zuerst natürlich nicht zugetraut, aber dachte, okay, jetzt machst du aus diesem Buch einen Roman. Wow. Und das hat dann funktioniert, weil, keine Ahnung, natürlich, das ist auch wieder, sage ich jetzt mal, man entwickelt sich ja auch als Schriftsteller weiter. Da bin ich jetzt noch schon ziemlich in diesem, der Medikus vom Bodensee, schon ziemlich der Wissenschaft verhaftet. Inzwischen achte ich auch noch mehr darauf, dass ich meine Charaktere besser ausgestalte oder mehr, ihnen mehr Gefühle gebe. Und das. Ja, du entwickelst dich ja weiter als Schriftsteller. Das stimmt. Genau. Das kann ich bestätigen. Also du wirst von Buch zu Buch. Das heißt, das letzte Buch ist immer das Beste, was auf dem Markt ist. Aber ich finde diesen Punkt so spannend, ja, so zwischen, ich denke, eine Dissertation, das veröffentlicht man ja in wissenschaftlicheren Kreisen. Und dann kommt ein Roman und das ist ja nochmal ein anderer Schritt, dann bist du ja in einem ganz anderen Publikum oder arbeitest ja auch mit ganz anderen Menschen als mit der Wissenschaft. Und das finde ich so toll an dir, dass du quasi wissenschaftliches Material als Roman darstellst, sodass es der Öffentlichkeit zugänglich ist und man sich selber, das sagst du ja auch von deiner Arbeit, ein Bild machen kann, wie es
ja gewesen ist oder gewesen sein könnte. Und das stellt ja auch einfach nochmal so einen Kontrapunkt zu so manchen Geschichtspunkt dar. Also das, also mein großes Kompliment, also der Tipp, ja, so zwischen, hey, ich hatte einen Impuls, ich bin eigentlich Kunsthistorikerin und jetzt schreibe ich einen Roman, das ist ja wirklich exzeptionell. Also das wollte ich jetzt nicht übergehen, weil das ist ja... Ja. Vielleicht sind es ja mehrere, ja, also vielleicht schaut ja der eine oder die andere zu und sagt, ja, eigentlich arbeite ich ja immer nur so in dieser Fachwelt und öffnet sich, ja, dass von deinen Büchern profitieren ja wirklich auch Menschen. Ja, das ist meine nächste Frage. Also was fasziniert dich denn eigentlich ganz besonders zum Thema des Bodensees? Also deine, die sind hauptlastig, glaube ich, sind die letzten 4 Bücher vom See oder die ganzen 6? Sie handeln alle am See. Also sie handeln alle am See, aber das Interessante ist, und das kommt eigentlich fast auch in jedem Buch zum Tragen, dass der Bodensee Überlingen praktisch der Nabel, sage ich jetzt mal, Europas ist. Also meine Bücher, die spielen auch in Irland, in Schottland, in Italien. Aber ich komme immer wieder an den Bodensee, an den, ich nenne es, oder wie es auch in römischer Zeit hieß, der Lacus Brigantia. Und der Lacus Brigantia, das ist auch ganz spannend, wenn man das mal zurückverfolgt. Das war eigentlich, die Brigantia war eigentlich eine Göttin. Also eine keltische Göttin, und die war die Göttin der Erhabenheit und der Fruchtbarkeit. Und ja, also, und das ist einfach interessant. Und historisch hat der Bodensee extrem viel zu bieten, eben dadurch, dass diese verschiedenen Strömungen vom Norden und vom Süden sich hier am See getroffen haben, schon in früher Zeit, also auch schon, natürlich schon in vorchristlicher Zeit, aber in nachchristlicher Zeit auch. Und dann kamen die berühmten Klöster, St. Gallen, Reichenau, die im Grunde, also laut meinen Recherchen, andere Entwicklungen zunächst durchgemacht haben, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Spannend. Und mit Strömungen meinst du quasi Menschenzuwachs, also die an Bodensee gezogen sind, also Kulturen, die hier runtergekommen sind? Oder genau, also Kulturen, die hier runtergebracht wurden. Sind ganz... Wichtig sind da zu nennen jetzt, hat wahrscheinlich noch keiner davon gehört, und das ist genau das Interessante, die Iroschotten. Die Iroschotten, die haben ein Christentum an den Bodensee gebracht, das eine sanfte Christianisierung beinhaltete. Es war ein tolerantes Christentum. Es waren, und das meine ich jetzt auch mit St. Gallen, ich sage gleich, warum ich da drauf komme, dass das waren Kenobien sozusagen, die Ursprünge dieser Gründungen. Da haben vermutlich, da tritt natürlich auch wieder die Fiktion rein, aber wenn ich weiß, wo der herkommt, dieser Gallus oder der Columba, sein Lehrer, da haben Frauen, Männer drin gewohnt. Die haben zusammen drin gewohnt. Die waren verheiratet, die hatten Kinder, die waren unglaublich gebildet, die hatten praktisch das Universalwissen, was sich dann Leonardo da Vinci erarbeitet hat, das hatten die alles schon. Und die Frauen, die konnten jetzt vielleicht nicht gerade in St. Gallen, aber die waren Äbtissinnen, also da gibt es diese Göttin, diese Äbtissin Brigid, und das ist eine Verwandte von Gallus, und die ist praktisch benannt nach der Brigantia, und jetzt sind wir wieder Irland und Bodensee, weil sie kommt eigentlich aus Irland, und aus dieser Kenobie, da stammt der Gallus und sein Lehrer, so aus diesem Umfeld, da gibt es wahrscheinlich sogar verwandtschaftliche Verbindungen, und die haben genau dieses Christentum der Familien, der Toleranz, auch der, ich sage mal so, der Achtung der alten Traditionen, natürlich dann christianisiert, haben die hier runtergebracht. Und von unten kam aber eine ganz andere Strömung aus Rom. Aus Rom. Und dann hat sich das quasi getroffen und man hat sich eher weniger zusammengerauft, schätze ich, sondern zusammengeräubert. Also in deinem Buch Friede, was ich jedem ans Herz legen kann, aber ich bin jetzt an der Bodenseequelle, dann muss ich noch irgendwann zum, also ich habe mir ja alle geholt, also das ist also nicht nur eine Urlaubslektüre, sondern wenn du vielleicht gerade einen langweiligen Moment hast, lese eins ihrer Bücher, echt. Und mir liegt sehr am Herzen, ich bin in Konstanz geboren, wie die Hasch und Kansch und Tusch, ja, ich kann aber auch normal reden.
Und mir liegt es immer am Herzen, wenn wir Besuch am Bodensee haben. Ja? Also ich zeige gerne die kulturellen Highlights, die wir so haben. Es kommen ja wirklich viele, die Bilder vom See machen, damit es ein Bild gemacht ist und wieder gehen. Und was ich mir tatsächlich so ein bisschen für unseren Tourismus hier unten wünschen würde, ist, wenn man vielleicht mit einer gewissen Vorbildung hierher kommt und wirklich mal schaut, was der Bodensee tatsächlich ist. Hier geht es um so viel mehr als nicht als nur den See und dass man hier unbedingt irgendwie in eine Wohnung mit 5 cm Seeblick hat. Hier geht es um die Kultur, hier geht es um die Fischerei, hier geht es um die Pfahlbauten, hier geht es um den Gletschersee. Also, und dann noch die Geschichte dazu, ja, das fasziniert mich einfach. Und selbst ich, die da ja meinte, dass ich irgendwie eine Idee von meiner Heimat habe, habe nach deinem Buch gesagt, oh, das wusste ich aber auch nicht. Und übrigens, falls ihr euch diese Bücher zulegt, in diesen Büchern sind Karten drin, die sie liebevoll selbst gestaltet hat, schätze ich. Also das ist unglaublich schön, wo du wirklich die Städte, ihre Handlungsorte siehst und auch noch so ein, wie nennt man das, so ein Nachweis. Genau. Genau, also wenn am Anfang kommst du tatsächlich als, so wie ich bin nun mal keine Kunsthistorikerin, ein bisschen mit den Namen durcheinander. Und dann hat sie wirklich eine schöne Auflistung gemacht, dass man nochmal weiß, von wem sie da eigentlich redet, an Kunsthistorie. Und wenn man hier so durch die Gassen von Überlingen läuft, ja, so hier und da, gibt es ja natürlich auch Straßen und auch Orte, die noch gleich heißen wie die Figuren nenne oder Charaktere in deinen Büchern. Was davon würdest du sagen, ist Fiktion und was davon ist tatsächlich greifbar? Ja, genau. Also das ist so, dass ich wirklich tief forsche. Ich gehe versuche Quellen zu finden. Das Problem ist, dass im Laufe der Jahrhunderte viele Quellen wirklich tatsächlich verfälscht wurden, also schon ganz früh, schon im 7., 8., 9. Jahrhundert. Sie sind verloren gegangen, sie wurden verbrannt, zerstört mit Absicht, also ja, klar, wie sonst. Und aber es gibt dann doch noch den einen oder anderen Brief aus der Zeit oder die ein oder andere Rede aus der Zeit. Dann gibt es diese Heiligenbieten, wobei die Heiligenbieten, die geben einen Einfluss der Sicht der römischen Kirche. Also da kann man sich jetzt auch nicht drauf verlassen, aber man bekommt schon so ein bisschen einen Einblick in den Alltag. Und man muss, und das mache ich, und das ist deswegen auch vielleicht ein bisschen, was dann die Fiktion ausmacht, viel zwischen den Zeilen lesen. Also da, und das versuche ich. Ich versuche natürlich auch das Umfeld zu erkunden, also die Erziehungsmethoden, dann die Anlagen, die vielleicht mitgegeben wurden und natürlich der Alltag. Das, was die Leute alles beeinflusst hat, da gab es ja, das waren ja Kriege, das waren zum Teil Dramen, die Frauen wurden dann eingesperrt. Das war auch eine Zeit, wo sich das Bild der Frau verändert hat. Also die hatten ja Wissen, vor allem die vom Norden kamen, und dann wurde ihnen das Wissen systematisch abgesprochen. Die Rechte wurden ihnen systematisch abgesprochen. Das heißt, dass das Bild, die Frauen hatten ganz starkes Universalwissen und es wurde ihnen die Rechte und das Wissen abgesprochen. Einfach. Ja, also ja, um das nochmal ganz etwas mehr zu präzisieren, also dieses Universalwissen, diese Hochgebildetheit, das hatten natürlich hauptsächlich die Äbtissinnen. Jetzt ist es so, dass die sehr viel aus Adelskreisen waren, klar. Aber ich habe auch Dinge gefunden, wo es hieß, dass Freigelassene sind, also das heißt, die waren ursprünglich mal unfrei, Sklavinnen oder Sklaven, also auch Männer, das Gleiche, dass die unter den Schutz von einer Äbtissin gestellt wurden. Das heißt, die kamen in diese Bildungszentren, nenne ich jetzt mal, und die hatten auch die Möglichkeit aufzusteigen. Also klar, also es gab die Möglichkeit auszusteigen. Aufzusteigen, sage ich. Ach, aufzusteigen, okay, weil das halt. Aufzusteigen, genau, also ja. Und dann eben diese Bildung auch in diesen Genobien, in diesen Monasterien, in diesen Dörfern, ja, Gemeindedörfern, sich diese Bildung zuzuführen. Also vieles, wie gesagt, vieles ist heute nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr 100%, aber wie gesagt, so zwischen den Zeilen komme ich da drauf und das ist dann der Teil, wo ich
die Fiktion auch noch benutze. Ist mir wichtig, ja, weil mir will es ja rüberbringen und es steht mir, ich sag mal so, es steht mir als Romanschreiber und Schriftstellerin. Ja, natürlich, das weiß man ja. Also wenn man, ja. Natürlich, das war also rein Interesse halber. Wie sieht so ein Prozess aus? Ich verfolge dich auf Social Media, auf Facebook bist du, glaube ich, auch stark aktiv, glaube ich. Ne? Oder, also zumindest verfolge ich dich da und dann sehe ich immer mal wieder eine Reise. Aktuell kommst du, glaube ich, auch wieder aus einer Forschungsreise zurück. Ich glaube, du warst in Italien jetzt, gell? So, ja, ja, genau. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast einen neuen Roman und davor bereist du die Orte, schaust sie dir an oder wie machst du das? Genau, also ich habe dann immer ganz genaue Pläne, wo ich hin will, was ich sehen will. Und es geht mir da, weil ich jetzt halt noch so weit in der Zeit zurück bin, geht es mir sehr viel auch einfach um die Atmosphäre. Ich möchte die Stimmung einfangen. Und natürlich besuche ich auch das Museen. Es gibt auch oft kleinere Museen, wo es hochinteressante Funde gibt und auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die ich sonst auch nicht in Geschichtsbüchern sehe. Und dazu muss ich aber tatsächlich vor Ort das erleben, gell? Und das Ganze aufnehmen, weil es liegt mir schon sehr viel daran, möglichst authentisch in den Büchern rüberzukommen. Das heißt, für diejenigen, die mit ihrem Ding gleich tun wollen, letztendlich gesehen hast du ja es geschafft, das, was in dir lebt, das, was dich interessiert, wofür du wirklich brennst. Ja? Das heißt, du erlebst es erstmal selbst und kannst dein Leben danach ausrichten. Ist das möglich? Ja, das kann ich. Was ein Glück, ja. Da bin ich also sehr dankbar, dass ich das mache. Und ich, wie gesagt, das ist eine Leidenschaft. Und wenn man so eine Leidenschaft hat dann und die Möglichkeit hat, sie zu verfolgen, man muss sie natürlich auch erstmal finden. Das ist ja auch wichtig, weil ich habe es mir lange nicht zugetraut. Ist so. Und ja, dann irgendwann, nach und nach, muss man sich auch den Mut aneignen, sowas dann durchzuziehen. Und irgendwann, gut, dann, na klar, jedes Mal, wenn ich ein Buch veröffentliche neu, denke ich, brauche ich schon wieder ein bisschen Mut. Und dann, ja, das ist jetzt. Aber letztendlich, jetzt mache ich es ja schon eine ganze Weile und auch relativ regelmäßig und das ist auch gut so, weil dann kommt man auch, bekommt man auch so eine gewisse Sicherheit. Und man weiß auch, wie weit man wann, wo, wie gehen kann, bevor es einen erwischt, dass man einen Rückschlag bekommen könnte, der einem dann praktisch das Ganze vermiest. Also da will ich natürlich nicht hinkommen, aber ich glaube, das ist schon eben, wenn man so Stück für Stück vorwärts geht, dann kommt man dagegen an. Also dann kann man einfach weitergehen und zu sagen halt, wenn was wirklich ganz schlecht läuft, okay, muss ich ein bisschen meinen Weg ändern und dann, ja, geht's weiter. Also das finde ich unglaublich toll, vor allem, dass du ja dann auch hergehst, also ich meine, das sind jetzt 6 Bücher, das ist vielleicht für viele schlecht nachvollziehbar, dass man bei gesamten 6 Büchern für jedes Buch ein bisschen den Mut braucht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt bist du aber mit 6 Büchern, bist du ja safe, ja, in Anführungsstrichen, 1 würde jetzt nicht so wahnsinnig laufen, hast du immer noch 5, die gut laufen. Das heißt, was ich auch sehr, sehr interessant oder gut an deinen Büchern finde, es ist sehr kompakt geschrieben. Also du hast jetzt als Leser nicht diesen dicken Wälzer, wo du in der Mitte vielleicht aufhörst oder gar nicht reinkommst oder so. Ja, also das heißt, das zeichnet ja die Bücher aus. Da ist viel Wissen, es ist kompakt, es ist gut für jeder Mann oder jede Frau lesbar. Das finde ich also wirklich nicht wunderschön, sondern toll. Ja, also das ist so ein Buch, kann man gut durchlesen. Ich glaube, habe ich in einem Wochenende, ich konnte nicht aufhören. Also das, hier und da fand ich es ein bisschen, wo heidnische Rituale waren spannend. Der Entstehungsprozess, da ist eine Idee. Du reist dahin, du erlebst das Ganze und so kommt Authentizität in deinen Büchern rüber. Genau, ja, genau. Das ist mir also schon sehr wichtig, ja. Und dir liegt quasi, als wir uns im Vorgespräch unterhalten haben, das fand ich ja eben auch so schön, hast du ja ganz klar gesagt, so eins deiner, ich habe dich nach deiner Mission gefragt, ja, und dann hast du gesagt, du möchtest eigentlich, dass die Menschen sich bilden, darüber lesen und sich dann ein Urteil darüber quasi Wissen zugänglich machen, genau, um das selbst zu erfahren, zu lernen
und sich dann ein Urteil darüber machen, um andere Einblicke zu kriegen. Habe ich das so richtig verstanden, oder? Sehr gut zusammengefasst und sehr gut formuliert, weil das ist genau das ist mein Anliegen. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie dogmatisch belehren, sondern ich möchte einfach eine andere Perspektive aufzeigen, auch vielleicht, um unsere Gegenwart jetzt besser zu verstehen oder auch anderen Blickwinkel auf die Zukunft zu bekommen. Das ist mir schon sehr wichtig. Ja, also alles genauso. Ja, das fand ich so, fand ich wirklich faszinierend und finde ich auch wirklich gut, weil wie kommt man denn sonst als Nicht-Kunsthistoriker an die Geschichte, die einen vielleicht interessiert? Und letztendlich, interessant, kann man ja da den Bogen schlagen zu Frauen oder die, aus der damaligen Zeit, die halt nicht an Wissen kamen, an das universelle oder Universalwissen. Und vielleicht bietest du ja auch Menschen damit so ein bisschen eine Treppenstufe zu einer universelleren Bildung, wo nicht jeder kann Kunsthistorik studieren, geht bei vielen nicht, aber sich so ein Einblick zu verschaffen, das finde ich also ganz arg toll. Also, das ist, also darauf komme ich eigentlich auch immer wieder jetzt durch das Forschen auch, wie wichtig, es, man weiß es ja, aber es zeigt es auch aus der Geschichte, wie wichtig Wissen und Bildung ist, weil sonst können die Menschen mit dir machen, was sie wollen, weil sie erzählen dir Dinge und du kannst es und du machst es, weil du es nicht anders kennst. Und ja. Wenn du musst dir also letztendlich, man muss sich, und darum geht es eigentlich auch so ein bisschen in den Büchern, man muss sich Wissen, viel Wissen aneignen, dann für sich ein Urteil fällen und dann dafür kämpfen. Genau, das war es noch. Das heißt, dass du quasi mit diesem, also mit diesem Bild, mit diesem Urteil, finde ich, klingt immer so hart, aber es ist es ja eigentlich. Ja. Um etwas beurteilen zu können, brauchst du einfach Vorerfahrung, Wissen, dir Einblick in Sachverhalte geben und dafür dann auch stehen. Was würdest du denn sagen, für was stehst du am meisten? Also wir hatten das jetzt vorher mit Aufdecken der verdeckten Geschichten oder das Aufarbeiten der Zeiten der Frau mit universellem Wissen. Was ist so dein Steckenpferd in diesem Ganzen, wo du sagst, dafür kämpfe ich? Also was ist so? Ja, ich kämpfe eigentlich genau dafür, was ich im Grunde gerade gesagt habe, also dafür, dass man sich Wissen aneignet und das natürlich an den Beispielen der Frau. Also wie die Frau letztendlich, ich sag mal so, am Anfang der Jahrhunderte noch viele Rechte hatte, also auch aus eine gewisse Gleichberechtigung, soweit man das aus der Geschichte heraus erfahren kann, also sowohl bei den Germanen als auch bei den Kelten, als auch bei den Alamannen. Und die haben dann diese Gleichberechtigung mit dem Christentum, das dort ankam, wo die Römer nicht war, verknüpft. Also es war eigentlich alles auf einem, so habe ich das Gefühl jetzt nach meinen Recherchen, auf einem sehr guten Weg. Die Frauen konnten sich bilden, die Natur wurde respektiert, verehrt, die Pflanzen, die Tiere, klar, gab es diese Opferriten, aber dagegen wollte ja das Christentum angehen. Aber alles zusammen, Meditation, Fasten, alles zusammen war eigentlich das, was wir jetzt wieder zu erlangen suchen, letztendlich. Mhm. Ja, und das wurde aber alles den Frauen genommen. Das, was sie damals eigentlich, wo sie auf dem richtigen Weg waren, das wurde ihnen genommen. Und jetzt müssen wir darum praktisch kämpfen, um wieder, ist natürlich auf einem anderen Niveau, aber um wieder weiterzukommen und um unsere Gleichberechtigung, Gleichstellung, Naturschutz, Klimaschutz, was das alles ist. Die aktuellen Themen sind dann in Anführungsstrichen gar nicht so aktuell. Ja, wir haben selbstgemachte Problematik, die wir heutzutage haben. Also über die Jahrhunderte hinweg ist es entstanden. Und jetzt müssen wir es halt gucken, wie wir es wieder ausbaden. Und man könnte quasi sagen, dass, fiktiv gesprochen, wir jetzt vielleicht die Chance kriegen, das nochmal richtig zu machen. Also ja, ich glaube schon. Also so habe ich jetzt zumindest das Gefühl, man ist ja schon auf einem richtigen Weg und es wird ja viel für die Bildung getan und klar, die Männer inzwischen
nehmen auch Teilzeiturlaub und Erziehungsurlaub und die haben natürlich auch ihre Probleme. Klar, die müssen ja damit auch erstmal zurechtkommen mit dem Arbeiten und mit allem drum und dran. Ja. Also es wird jetzt schon gerechter aufgeteilt in jedem Fall. Und wir können ja auch schon auf irgendeine Weise unsere Lebenserfüllung zumindest mal visionieren und dann schauen, ob wir sie hinkriegen und ob wir sie verfolgen können. Ja. Also ich könnte dir stundenlang einfach nur zuhören, aber am allerbesten ist es tatsächlich, deine Bücher zu lesen. Dann hast du denn ein aktuelles Projekt? Ja, also ich bin jetzt eher in der Geschichte weiter. Also ursprünglich war das als überhaupt nur ein Buch, habe ich gedacht. Ich mache aus dieser ganzen vergessenen Geschichte einen Band, aber dann war das eben zu komplex, dass ich jetzt Jahrhundert für Jahrhundert vorwärts gehe. Und momentan sind tatsächlich extrem spannend die Frauen in der Zeit im 8. Jahrhundert dran. Und was ich da entdecke, also da geht es gerade weiter. Also es ist total spannend und da sitze ich jetzt gerade dran. Also ich hoffe, dass es wieder, ich möchte eigentlich Jahr für Jahr ein Band rausbringen. Darum sind die auch nicht sehr kompakt gehalten, absichtlich. Du hast es auch richtig erfasst. Ich möchte gar nicht mehr als 200, 220 Seiten, weil es sind keine Schmöker. Man soll ja ein bisschen was mitnehmen, aber die Kunst, sag ich mal, an der ganzen Geschichte ist natürlich, dem so ein Leben einzuhauchen, dass es trotzdem spannend bleibt, dass die Charaktere Besonderheiten haben, dass ich denen möglichst authentisch nahe kommen möchte. Und ja, also das ist mein Ziel. Also ich bin gespannt. Ich werde das nächste Buch mitverfolgen. Und bin da ganz Leserin. Ich gucke jetzt mal, dass ich die anderen durchgelesen kriege. Die Bodenseequelle wartet auf mich und dann bin ich mal gespannt, was du als nächstes so rausbringst. Wir haben es vorher gesagt, so die aktuellen Themen Klimaschutz, Meditation, Yoga, das heißt, die Welt wird wieder ein Stückchen, ja, wie soll ich, ich glaube, sensitiver, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Dazu fehlt mir vielleicht der richtige Begriff. Aber die Soiree am See, wir als Veranstaltung, wir setzen uns hauptsächlich regional ein und wir sammeln auch immer wieder Spenden. Und was mir heute noch am Herzen liegt, wir sammeln stets fürs Tierheim Überlingen. Und das möchte ich einfach auch nochmal erwähnen. Die haben aktuell leider einen blöden Wasserschaden und bleiben auf relativ viel Geld sitzen. Ich werde das auch nochmal unter das Video posten, wofür wir sammeln. Also wer uns zuschaut, wer was Gutes tun will, wer unterstützen möchte. Da sind auch viele Frauen in der Vereinsleitung, die brauchen gerade Geld, um einen Wasserschaden für die Tiere zu reparieren. Das Problem ist einfach, dass der normale Tierheimablauf nicht so wie sonst ablaufen kann, da die Hälfte quasi der Tiere umdeponieren mussten und keine Tagesgäste oder so nehmen können. Das heißt, wer dem Tierheim Überlingen etwas Gutes tun möchte, der geht auf deren Website und schaut mal, da sind die Spendenkonten drin. Ich werde es auch nachher noch mal in den Social-Media-Kanälen verteilen. Hunde sowie Katzen und so wie auch die Menschen drumherum brauchen gerade Geld, um die Umbaukosten zu stemmen und damit der normale Lauf des Tierheims oder der Tagesablauf wieder aufgenommen werden kann. Und in der letzten Veranstaltung haben wir dafür gesorgt, dass das Katzengehege ein neues Dach kriegt. Und jetzt hoffe ich, dass wir was dazu beitragen können. Jeder Kleinbetrag zählt. Wir sind ja eine Charity-Veranstaltung. Also mein Kind hat neulich 10 Euro überwiesen. Auch das hilft, ja. Also dass die einfach wieder schnell in den Tagesablauf gehen können. Und wer jetzt zuschaut und sich inspiriert fühlt, wir machen sowas immer für einen guten Zweck. Tierheim Überlingen braucht aktuell Hilfe. Genau. Marion, ich danke dir von Herzen. Wir werden dieses Video hier auf YouTube noch stehen lassen. Und jetzt für die Zuschauer das Versprochene, wenn du jemanden was sagen könntest oder 3 Tipps mitgeben könntest, was sie tun können, um auch ihre Leidenschaft, ihre Passion zu leben, zu lieben und vielleicht auch so diesen coolen, du hattest ja wie so einen Impuls, ja, ich mache jetzt aus wissenschaftlichen einen Roman, ja, und ich glaube, viele haben den Impuls und es mangelt an der Umsetzung. Was können sie tun, dass sie aus ihrer Frustration oder aus ihrem eigentlich würde ich gerne, ich würde auch gern sowas Tolles machen wie Frau Dr. Marion Merkelbach, was gibst du ihnen mit, dass sie es tun können?
Ja, also natürlich erstmal ist wichtig, dass man es überhaupt findet. Was ist die Leidenschaft? Was ist die Bestimmung? Also so ging es mir. Ich musste da erstmal drauf kommen, vor allem wenn man es von zu Hause nicht unbedingt mitbekommen hat. Und dann natürlich wird man immer wieder mit Kritiken konfrontiert werden. Kritiken müssen natürlich konstruktiv sein. Also es geht jetzt nicht hier um Haters oder um irgendwelche Leute, die nicht konstruktive Kritik hier liefern, sondern eben, wo du was draus lernen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Da versuche ich wirklich immer wieder zu lesen, weil als Autor kriegt man ja auch viele Kritiken. Was kann ich jetzt für mich, für mein nächstes Buch daraus ziehen? Das ist eigentlich ganz wichtig. Und mein letzter Tipp ist, rausgehen in die Natur. Weil die Natur, da kann man so viel Inspirationen für sich sammeln und man kann ein bisschen Abstand gewinnen, man kann drüber nachdenken, man bewegt sich und ja, also das wären meine drei wichtigen Tipps. Vielen Dank. Also du hattest vorher erwähnt, dass früher die Äbtinnen oder allgemein die Frauen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die sind in die Höhle zum Meditieren. Genau, ja. Genau. Also Ja. Also die sind gerne, also auch die Männer, also das sind sowohl die Frauen als auch die Männer, die haben sich immer tageweise, das habe ich also vielfach gelesen, da ziehen die sich zurück in Höhlen. Und meditieren dort, fasten dort, sie haben auch gelesen dort und ja, also das einfach sich der Natur und dem eigenen Körper, dem Geist hingegeben. Also im Grunde sind wir ja schon auch wieder in diese Richtung unterwegs, aber das gab es alles schon. und in dem abschließend kann ich deine Tipps nochmal unterstützen. Die findet ihr nämlich auch in ihren Büchern. In dem Buch Friede gibt es auch um diesen wunderschönen Baum. Ich weiß nicht, wie dieser Baum Ja, genannt eine Eibe, wird. Genau, wo sich ja, das Mädel quasi, der Charakter Friede immer wieder anlehnt, ja, um mit diesem Baum zu kommunizieren und um Rat zu fragen. Das heißt also, auch damals gingen sie schon in die Natur und haben sich mit der Natur verbunden. Und ich glaube, das kommt heute immer mehr. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, die Bäume zu erhalten. Liebe Marion, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns so einen schönen Einblick gewährt hast in deine Arbeit. Ich wünsche dir ganz arg viel Glück bei deinem nächsten Projekt und ja, vielleicht sieht man uns ja noch mal in einem gemeinsamen kleinen Interview oder so. Ich bin neugierig, was nächstes Jahr kommt. bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei dir. Hat mir super Spaß gemacht und waren auch wirklich sehr interessante Fragen. Und ich ja, freue mich auch, wenn es dem Publikum gefallen hat. Ja, danke. Schreibt uns, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer an info@saskia-winkler.de senden. Ansonsten verfolgt unsere Social Media Kanäle Soiree am See bei Saskia Winkler auf Facebook und auf Instagram. Da erfahrt ihr die neuesten Veranstaltungen. Und wir bleiben gespannt, was nächstes Jahr alles kommt. Vielen Dank. Tschüss. Ja, auch.